Group 3 Autos messen sich auf dem Suzuka Circuit. Werfen Sie Ihre Entschlossenheit und Ihren Stolz in die Waagschale und streben Sie den ersten Platz an. Versuchen Sie das Rennen mindestens mit Bronze abzuschließen, also Dritter zu werden. Ob das ein langes Rennen ist oder ob das ein kurzes ist, das werden wir sehen. Also, los. Zwei Runden bloß. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber wenn ihr Formel 1 schaut, dann hättet ihr erfahren, dass Sauber ab nächsten Jahr Alfa Romeo Sauber heißt. Und die Motoren werden natürlich auch Alfa Romeo genannt, sind aber nach wie vor 2018er Ferrari Prius. Einfach unter anderen Namen, so wie bei Red Bull die Motoren statt Renault Tag Heuer genannt werden. Ich bin gespannt auf die Partnerschaft. Aber ich freue mich vor allem für Sauber, dass sie letztendlich den Weg aus der Krise, zumindest finanziell, wirklich herausfinden. Konnte ich den Wagen noch halten. Habe übrigens auch gelesen, dass der Kampagnenmodus ein bisschen angepasst worden wäre, dem Schwierigkeitsgrad oder dem Realismus, wie auch immer. So wie ich von vielen Orten, oder zumindest von GT Planet gelesen habe, sei die Missionsprüfung 8.6 verdammt schwierig. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, weil ich bin sie noch nicht gefahren. Es handelt sich hierbei um das Ovalrennen auf dem Blumen Bay Speedway. Da
Das glaube ich Ihnen schon, dass das schwer sein kann. Aber solange ich es nicht selbst ausprobiert habe, kann ich es nicht sagen. Also, geschafft. Und damit 70.000 Credits reicher. Dann kommen wir schon zu 8.3, der Traum von Emerson, Fittipaldi VGT. Umwerfende Leistung und ausdrucksstarkes, schnittiges Design. Meistern Sie den Tanz des Renngeistes. Versuchen Sie das Rennen mindestens mit Bronze abzuschließen, also Erster, Zweiter oder Dritter werden. Mittlerer Innenring. Also, dann mal los. Drei Gegner. Sieht noch schicker aus, der Wagen. Ups. Fahren tut er sich auf jeden Fall gut. Aber nur 6 Gänge. Alter! Ich komme nicht an denen vorbei. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Rennen mit sehr vielen Berührungen, kein schönes, aber wird trotzdem mit dem Sieg belohnt.
62.000 noch dazu. Also, nächste Prüfung. Fisherman's Ranch. Zeitrally mit dem Mitsubishi Lancer Revolution Final Edition Group B Rally Car. Was für ein Name. Nehmen Sie an einer Zeitrally auf einer technischen Staupiste teil. Seien Sie in der zweiten Hälfte der Strecke vorsichtig, da Sie hier leicht in der Mauer landen können. Schließen Sie eine Runde auf der Strecke innerhalb des Zeitlimits ab. 10 Sekunden Überschuss muss ich haben, um das zu schaffen. Das geht schon irgendwie. Aber hier schalte ich die Traktionskontrolle aus. Das nervt nämlich. Drehen wir an. Da keine Strafe bekommen haben. Interessant. Alter, weg mit dir. Und auch mit dir. Wobei sollte ich jetzt Ruhe haben. Müsste eigentlich reichen. Passt. Voll in der Zeit. Mal 66.000. Okay, 20 Minuten, ein bisschen mehr habe ich noch. Das reicht noch für den Hochgeschwindigkeitskampf.
Und ich denke, es reicht noch für ein Langstreckenrennen. N600 Fahrzeug, was ist, haben wir hier? Ich nehme den Huracan. Aus dem einfachen Grund, weil man den auch ohne Traktionskontrolle einigermaßen steuern kann. Also, was haben wir hier? Ein klassenübergreifendes Rennen für sämtliche N-Klasse-Fahrzeuge. Triumphieren Sie über Ihre Rivalen auf der langen Geraden. Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Also, dann starten wir mal. Oh, 10 Runden. Gut, dann ist das wohl das letzte Rennen für heute. Ich wusste natürlich nicht, dass das Ganze 10 Runden geht. Ich dachte, das ist wieder so ein kurzes Rennen wie vorher. Nochmal entschuldige. Okay, jetzt sind wir auf Platz 5. Right.